Jahr. Jetzt haben die Freiheitlichen den Neustart ausgerufen. Nicht attraktiv, Ziel nicht erreicht, selber schuld, nicht wählbar. Selbstanalyse einer Partei. Florian von Ach wird die Freiheitlichen zukünftig nicht mehr als Sekretär begleiten. Der Weg der Partei aus dem Tiefpunkt beschwerlich. Natürlich wird das ein harter Weg und ein steiniger Weg und vor allem ein langer Weg. Das dauert natürlich Zeit. Wir müssen jetzt ja auch liefern und das dauert auch Zeit über die ganzen Landtagssitzungen, aber auch über den Aufbau in den Bezirken draußen. Und das ist sicher etwas, was für manch einen ein bisschen hart sein wird. Neujahrstreffen der Freiheitlichen heute Vormittag. Obmann Leiter Reber ruft den blauen Neustart aus. Die Freiheitlichen versuchen neu anzufangen, basisdemokratisch. Da hat sich eine Arbeitsgruppe formiert, vor allem bestehend auch aus Mitgliedern des Landesparteivorstandes, aber das ist eine offene Arbeitsgruppe, wo eben jeder auch mitmachen kann, wo wir nun Veränderungen in der Parteistruktur, aber auch in der Organisation unserer Partei vornehmen. Da haben wir diesen Reformprozess und der wird in 2-3 Wochen abgeschlossen sein und da bin ich mir sicher, dass wir hier eben die gute Ausgangssituation legen. Nach diesen 2-3 Wochen soll bekannt sein, wer die Funktion des Parteisekretärs übernimmt, Otto Malknecht oder Lukas Forer. Und von der ungleich erfolgreicheren Nordtiroler FPÖ kommt in Person des EU-Kandidaten Maximilian Kurz sowas wie ein politischer Segen. Friede sei mit euch, und das ist ganz, ganz wichtig. Dazu beitragen könnte die reduzierte Mitgliederanzahl. Der parteilose Landtagskandidat Peter Enz hingegen holt sein allererstes Parteikartl ab. Für eine Opposition, die gegen das Koalitionsprogramm von Lega und SVP inhaltlich keine Einwände hat. Aber es ist halt so schwammig formuliert, so nichtssagend formuliert, dass dieses Regierungsabkommen jede Partei in Südtirol unterschreiben könnte. Wenn es also um die Säulen der Autonomie geht, muttersprachlichen Unterricht oder andere Kompetenzen, die unsere Autonomie ausmachen, dass wir hier selbstverständlich zur Seite stehen werden, nicht für die Volkspartei, sondern für dieses Land. Applaus gab es auch für einen dezidiert Europa-wohlgesinnten Kurs der freiheitlichen Parteiführung bei ihrem